Servus, ich bin der Hannes Namberger. Ich bin Dynafit-Athlet und ich laufe hauptsächlich Ultra-Trail-Rennen. Ich bin die meiste Zeit draußen in den Bergen unterwegs und da verbringe ich sehr viel Zeit auf lange Strecken. Meine Distanz ist alles über 50 Kilometer und für mich ist die Ausrüstung sehr wichtig. Die muss auch sehr leicht sein und da zeige ich heute mal, was ihr am Berg alles dabei habt. Angefangen mit dem Wichtigsten, dem Rucksack, dem Ultra 15. Da passt soweit alles rein, was ich dabei haben muss und was für mich wichtig ist. Ganz oben im Rucksack habe ich ein wasserdichtes Fach, wo die wichtigsten Sachen reinkommen. Und da gehört für mich das Erste-Hilfe-Set plus Sonnencreme und 20 Euro dazu, das ich oben reinstecke. Und mein Laufhandy ist ein bisschen ein kleineres. Mein kleines Laufhandy ist vollkommen ausreichend, da ich immer meine Uhr dabei habe und somit auch jeden Lauf von mir tracken kann. Falls am Berg mal schnell kalt wird, dann verwende ich ganz gern Beinlinge, die aber auch zugleich meine lange Hose ersetzen. Und die packe ich einfach ins große Fach, genauso wie das Multifunktionstuch für Kopf oder auch für den Hals. Ins große Hauptfach kommen aber auch die Handschuhe, die besonders wichtig sind, wenn es einmal kalt wird. Die packe ich hier noch mit rein. Hier am Rucksack habe ich auch noch ein kleines Seitenfach, in dem ich die Armlinge packe, die mein Langarmshirt ersetzen. Und somit muss ich meinen Rucksack niemals abnehmen, was sehr praktisch ist. Und für die schönen Momente nehme ich immer eine GoPro mit, damit ich dann auch mal ein Bild machen kann. Zur Verpflegung habe ich immer einen Liter Wasser dabei, den ich vorne am Rucksack in die Softflex-Taschen packe. Somit habe ich die Flaschen fest und sicher bei mir und ich kann jederzeit auf meine Flüssigkeit zugreifen. Des Weiteren packe ich vorne noch Gel hinzu, falls ich mal Energie brauche. Haben wir noch eine kleine Tasche direkt unterhalb von den Softflex. In die zweite kleine Seitentasche habe ich auch noch mal ein kleines Fach für meine Powerballs und für meinen Riegler. Für mich das wichtigste Teil am Berg ist aber meine Regenjacke und da verwende ich die meiste Zeit die Gore-Tex Shake Dry Jacke, da sie sehr leicht ist, aber auch dank des Reißverschlusses am Rücken über den Rucksack getragen werden kann. Und diese packe ich ganz oben ins Hauptfach rein, damit ich jederzeit ran kann. Und da ich ein Stockläufer bin und die meiste Zeit mit denen unterwegs bin, muss ich denen für die Downhills irgendwo im Rucksack verstauen. Und da habe ich nochmal zwischen Hauptfach und Mesh ein kleines Nebenfach, wo ich die reinpacke und aber sicher zuzurren könnte. Somit habe ich euch gezeigt, was ich in meinen Ultra 15 Rucksack als reinpacke und für die langen Trainings draußen alles dabei habe. Ich bin soweit bereit, mein Rucksack auch. Ich hoffe, wir sehen uns mal. Packen wir's!